Guten Morgen. Ich bin wieder unterwegs. Ich will 3 Tage die Nahe entlang fahren. Ich bin hier am Bahnhof Türkismühle, Nofelden-Türkismühle. Bin mit der Bahn hier raufgefahren, fahre jetzt zur Quelle der Nahe und dann ja, den ganzen Fluss runter bis nach Bingen. Weiteres unterwegs. Unterwegs zur Nahequelle. Der Bahnhof Türkismühle liegt ein paar Kilometer unterhalb. Das heißt, die letzten Kilometer bis zur Quelle radel ich jetzt rauf und dann folge ich dem offiziellen Radweg wieder runter. Hin bin ich jetzt über die Landstraße gefahren. Lässt sich gut machen. Außerorts straßenbegleitend, ein getrennter Radstreifen, innerorts Schutzstreifen. Ja, und zurück dann dem offiziellen Weg folgend. Ein bisschen bergauf, ich bin ein bisschen außer Puste, aber bald bin ich da. Die Nahequelle liegt schön im Wald. Das Areal wird gerade hier neu gestaltet und ist wirklich schön mit einem kleinen Wildgehege, Spielplatz für Kinder, alles da. Einen frischen Schluck Quellwasser getrunken und jetzt geht's auf den eigentlichen Naheradweg. Ich freue mich. Vor Neukirchen habe ich dann die Landstraße verlassen und das ist schön. Jetzt geht es erstmal richtig durch den Wald. Die Wegequalität ist super, zumindest auf den ersten Kilometern. Und jetzt kann ich ins Genießen kommen. Leider begleitet mich der Nieselregen die ganze Zeit. Das wird heute unter Umständen länger so bleiben, aber der Rückenwind, der hilft dann doch ein bisschen, dass ich da nicht allzu sehr auskühle. Und irgendwie mag ich diese diesige regnerische Stimmung ja auch. Das nächste Ziel nach nur wenigen Kilometern, also nach 7 Kilometern von der Quelle entfernt, ist dann schon der Boostalsee. Ein Stausee, soweit ich weiß, aber eine große Freizeitregion mit Campingplatz, Lokalen und Aktivitäten an und auf dem Wasser. Bei dem Wetter werde ich aber wohl eher weniger Aktivitäten da sehen. Da gucke ich dann auch mal aufs Regenradar, wie lange mich dieser Nieselregen denn voraussichtlich begleiten wird.
Auch hier am See gibt es heute bei dem diesigen Wetter eine schöne, ruhige Stimmung. Es sind ein paar einzelne Segler auf dem Wasser, immerhin. Ansonsten hat es hier das volle Programm. Eine große Hotel-Lodge, einen Centerpark, einen Yachthafen, einen Campingplatz. Und ich glaube, wenn gutes Wetter ist, dann ist das hier ein sehr schönes und sehr belebtes Plätzchen. Kaum 10 Kilometer weiter habe ich die Nahe jetzt zum ersten Mal wieder wahrgenommen. Es ist noch ein kleiner Bach. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg zurück zu meinem Ausgangspunkt, Türkismühle, da wo ich aus der Bahn ausgestiegen bin. Wie bei vielen Flüssen gibt es hier im oberen Bereich auch mal eher holprigere Waldpassagen, aber erfahrungsgemäß lässt das bald nach. Ist auch nicht wirklich schlimm. Die Luft wird trockener, der Nieselregen wird weniger und die nächsten Tage soll es auf jeden Fall besser werden. Da bin ich wieder am Bahnhof Türkismühle und es geht über eine schöne alte Brücke vor mir. Sieht rostig aus, aber wird wohl halten. Wieder mal durch den Wald. Hier geht's aber links ab nach Nohfelden. In Nohfelden gibt es eine Burg und die schaue ich mir jetzt mal an. Der Turm ist zu, schade. Aber auch so ist die Aussicht nicht schlecht von hier oben und es ist eine schöne Abwechslung. Nohfelden habe ich jetzt gerade verlassen. War schade, dass der Turm zu war. Ich hätte es mir gerne angeschaut, wobei bei dem Wetter die Aussicht wäre wahrscheinlich eh nicht so doll gewesen. Aber der Nieselregen hat wieder zugenommen und jetzt reicht es auch, dass ich mir die Regenjacke anziehe. Sonst nässt hier meine Fließjacke dann langsam doch durch und es wird eher kühl darunter. Also Regenjacke an und dann suche ich mir ein Plätzchen, wo ich eine Pause machen kann. Ich habe ein kleines Hüngerchen, ich habe ein bisschen was zu essen dabei. Passt doch. Kurz hinter Nohfelden ist das Tal auch sehr eng. Das heißt, ich muss hier ein-, zweimal relativ steil durch den Wald rauf und dann wieder runter. Aber die ganz steilen Passagen, die sind asphaltiert, also geht. Und es ist auch immer nur kurz, wo man rauf muss. Hier kommt wieder so ein asphaltiertes Stück. Ach, und das ist auch gar nicht so steil. An den Schildern sieht man ganz deutlich, ich habe gerade das Saarland verlassen und bin jetzt zurück in Rheinland-Pfalz auf dem Weg nach Birkenfeld. Und ich glaube, das ist auch der Ort, wo ich heute auf den Campingplatz gehe. Da war ich im vergangenen Jahr auf der Rheinland-Pfalz-Radroute auch schon mal. Der hat mir gut gefallen und da dachte ich, da gehe ich wieder hin. Ich will eh auf dieser Tour keine langen Etappen machen. Die Nahe ist eh nicht so lang. Der ganze Radweg hat irgendwie 130 Kilometer und ich versuche das auf 2,5, also insgesamt 3 Reisetage zu verteilen und möchte mir möglichst viel anschauen. So suche ich jetzt ein Plätzchen für meine Pause. Es trocknet ein bisschen. Ich denke, ich werde die Regenjacke wieder ausziehen. Und ja, dann werde ich was essen, werde die letzten Kilometer bis Birkenfeld radeln und da dann, wie gesagt, heute auf den Campingplatz gehen. Ich habe mir dann doch die Regenjacke wieder angezogen nach ein paar Metern, weil mal ist es trocken, mal nieselt es, immer wieder unterschiedlich. Vor mir liegt jetzt der Ort Neubrücke.
angesichts des immer wiederkehrenden Nieselregens mache ich jetzt hier in der Bushaltestelle eine kleine Pause und esse was. Das ist wind- und regengeschützt. Allzu gemütlich war das Plätzchen nicht, also habe ich wirklich nur kurz was gegessen und fahre jetzt weiter. Von Neubrücke aus geht es jetzt nach Birkenfeld. Ich bin eigentlich früh dran, es ist gerade mal 16 Uhr und es sind nur noch ein paar Kilometer bis Birkenfeld. Da will ich, wie gesagt, auf dem Campingplatz und ich möchte auch wirklich nicht weiter, weil ich für morgen mir noch was übrig lassen möchte. Deswegen trudel ich jetzt hier ganz gemächlich die letzten paar Kilometer. Lange genug rumgetrödelt, es ist 17 Uhr. Unterhalb vom Campingplatz ist noch ein Supermarkt. Bin noch ein bisschen versorgt. Heute Abend gibt es mal einfach durcheinander zu essen, worauf ich gerade Lust habe. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Campingplatz und hoffe, dass die noch ein kleines Plätzchen für mich haben. Waldwiesen Campingplatz in Birkenfeld und ich habe eine wunderbare Ecke von Hecken eingezäunt. Es ist inzwischen übrigens wieder trocken und wenn ich mich rumdrehe, die sanitären Anlagen direkt gegenüber. Das ist eine super angenehme Ecke, sehr freundlich hier. Also bis jetzt mein Eindruck ist super. Das war ein entspannter Tag, auch wenn es natürlich vom Wetter her nicht so ideal war. Immer wieder Nieselregen, das sich eben auch fortgesetzt hat. Ich habe dann einfach mal ein Stündchen im Zelt so ein bisschen vor mich hingedöst. Zu essen habe ich mir heute eigentlich nur einen Nudelsalat geholt und ein paar Brötchen dabei. Ich habe heute über den Tag immer so viel gegessen, das sollte dicke reichen. Ich hatte genug. Ich trinke jetzt noch einen Radler, nachher noch ein kleines Fläschchen Wein. Und dann lasse ich diesen entspannten Tag genauso entspannt ausklingen. Morgen wird es auf jeden Fall besser vom Wetter her. Und morgen kommen die ganz vielen interessanten Orte hier an der Nahe. Und das werde ich mir anschauen. Aber jetzt hoffe ich, dass es heute einfach trocken bleibt. Ich hier noch ein bisschen das Abendlicht genießen kann. Und ich sage dann einfach, macht's gut, bis morgen.